Dienstag, Baby! Meine Fresse. Servus Jungs, na, alles Roger bei euch. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Mein Name ist Fantastic. Herzlich willkommen zum heutigen Video, liebe Freunde der Sonne. Und was soll ich sagen, wir haben heute mal wieder ein Pack-Opening am Start. Ja, so ist es. Mein allererstes Pre-Season-Pack-Opening. Ja, was werden wir heute machen? Ist eigentlich ganz, ganz easy. Ich habe mir auf dem Transfermarkt ganz, ganz viele Spieler. Silberspieler habe ich mir geholt. Die habe ich wieder verkauft, logischerweise. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, auf jeden Fall, ich habe dazu mal ein Trading-Video gemacht. Kann ich euch mal hier in die Infobox machen, wenn ihr da mal ein bisschen reinschauen möchtet. Und daraufhin habe ich mir dann Brasilien-Spieler geholt. Einfach, um dann einfach mir hier mal so 15 zwei seltene Goldspieler-Packs zu machen. Ja, das bedeutet also, wir kriegen jetzt hier 30 seltene Goldspieler und diese Goldspieler werden wir dann natürlich auch gleich weiter in die nächste SBC hauen, ja, weil es gibt ja auch noch das 81 Plus Upgrade, ne, und dementsprechend aus 15 Packs kriegen wir 30 seltene raus und ich würde sagen, ich runde das Ganze auf. Also ich würde sagen, da kriege man noch drei Packs raus. Die nehme ich auch noch mit rein. Ja? Dementsprechend, fackeln wir nicht lange rum. Ladies and Gentlemen, wir wollen heute MAP, Freunde. Ja, nach dem, was er gestern da angestellt hat mit dem Gegner in Ultimate Team. Freunde, einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr gut. Und da fahren wir doch gleich rein. Na, schade, schade. Ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung soweit. Ein Saul 85, guck mal an hier. Man muss natürlich auch sagen hier, bei diesen seltenen Goldspielern, es ist natürlich auch so, momentan sammle ich ja so ein bisschen plus 83 Packs, ne? Weil so plus 83 Spieler, die können momentan echt wichtig sein, ne? Also, daher, ich meine, man weiß ja auch nicht, was bei dem Preseason-Event kommt, ne? Das ist ja auch dann noch so eine Geschichte. Ein Lindelöf 81 ist zum Beispiel sowas, wo ich dann sage, okay, der kommt dann in die SBC reingeballert. Muss der Ake jetzt da kommen? Muss das jetzt sein? Da komme ich jetzt nicht raus. Danke. Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Nicht schlecht, Herr Specht. So, komm, da fahren wir doch rein jetzt hier. Und es ist wieder kein Walkout. Schade. Schade, schade, schade. Frankreich. Na, ah, Tolisso. Tolisso 83. Wie gesagt, bei dieser ganzen Preseason-Geschichte, die jetzt EA da macht, ne? Ich kann mal kurz hier in den Verein rüber switchen. Und, ihr werdet wahrscheinlich auch sehen, dass da bei mir sich ein bisschen was angesammelt hier schon inzwischen was. Also da haben wir zum Beispiel schon mal einen K89, der hier noch rumfährt. Da haben wir noch einen Cavani 88. Dann geht es hier weiter mit Müller, Saul, Dembélé, Ndidi. Da hat sich schon ein bisschen was angesammelt, ne? Und dann hier, ab hier tummeln sich eigentlich dann diese 81 Plus Packs, ne? Die man dann eigentlich hier so machen kann. Also daher, genau dafür brauchen wir die ganzen Spieler ja, ne? Dementsprechend, geh mal weiter rein, Freunde. Geh mal weiter rein. Bis jetzt, FIFA 21 gibt es noch keine Nachrichten aktuell. Ich habe nur gesehen, dass man durch eine spezielle SBC irgendwie ein Icon-Trikot irgendwie gewinnen kann. Oh, Gabriel Pauli ist da, schön. Dass man irgendwie ein Icon-Trikot gewinnen kann, dass man dann quasi in FIFA 21 einsetzen kann. Was ich persönlich, ich brauche es überhaupt nicht, bin ich auch ehrlich so. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen, der das tatsächlich irgendwann einmal brauchen könnte.
Aber ich meine, ich habe von Anfang an mit den KSC-Trikots gespielt und ich werde es auch in FIFA 21 tun. Also daher, das ist einfach ein Vereinsmerkmal. Das ist ein Vereinsmerkmal, was da auf jeden Fall geblieben ist. Und ja, auf jeden Fall, weißt du, da muss man einfach mal abwarten, was da kommt. So, jetzt komm. Ah, Mann. Fahr doch mal rein, ey. Na, Stones. Mann. Ich habe mich über so einen Sterling hätte ich mich gefreut. Ich frage mich ja auch, ich weiß nicht, das kann mir jemand mal in den Kommentaren beantworten. Mich würde mal interessieren, ob es tatsächlich möglich ist, irgendwie aus diesen Packs eine Icon zu ziehen. Ist das irgendwie möglich? Jetzt haben wir einen Walkout, Alter, geht doch. Ist das Modric? Ja, lol. Das ist Rakitic. Aber trotzdem, hey, ein 86er. Muss ich sagen, ist auch okay. Das sind alles so Materialien, die man so die ganze Zeit sammelt und wo ich dann auch sagen muss, so, okay, das kann man brauchen. Das kann man definitiv brauchen. Also, so ist es nicht. Da fahren wir wieder rein. Das läuft doch hier. Das ist aber kein Walkout, Mann. Mach doch mal einen Tots, Mann. Ah, das ist William Carvalho, oder? Ah, ne, stimmt, Quatsch. Das ist ja Portugiese. Fekir. Fekir 84. Habe ich übrigens erwähnt, dass ich David Silva immer noch nicht gemacht habe? Vielleicht, weil ich mir auch irgendwo denke, so, nee, sorry, nee, zwei 88er-Teams, nee, sorry, gebe ich mir nicht. Tut mir echt leid, das geht nicht. Tut mir echt leid, es geht einfach nicht. Tut mir echt leid, das ist... Ich weiß auch nicht, wie ihr das seht. Ach, du Scheiße. Der Fährmann wieder mit dem Schalke-Logo, guck dir das an. Ach, ist das schön. Vermisst. Vermisst. Und dafür Nübel ja jetzt mit dem Bayern-Logo, ne? Kommt ja jetzt auch noch dazu. Was auch noch so ein Thema von den letzten paar Tagen ist, die Frage ist ja auch, was in FIFA 21 zum Beispiel für neue Ikonen kommen werden, ne? Das ist ja auch noch so eine Geschichte, das weiß irgendwie noch keiner. Das weiß irgendwie noch keiner. Aber der Gamer Brother hatte da eine geile Idee, und zwar Philipp Lahm. Muss ich sagen, wäre ich eigentlich auch fast dabei. Ich würde aber Rudi Völler nehmen, tatsächlich. Tante Käthe. Ne? Das wäre geil. Du meine Güte, ja. Ein Walkout aus 15 Packs. Also ein Walkout könnten die Packs hier noch gönnen. Zumindest ein Walkout könnten sie noch gönnen. Von den vier. Also das wäre auf jeden Fall mal schon nicht verkehrt. Ach Gott. Also ich weiß nicht, irgendwie... Also irgendwie so diese Tatsache, irgendwie, wenn ich irgendwie immer wieder Pack-Openings aufnehme, da kommt irgendwie nur Scheiße bei raus. Das ist irgendwie jedes Mal so, ne? Ich meine, von dem Messi-Ziehen, von dem 88-Plus-Set, ne? Davon mal abgesehen, ne? Aber jetzt hier so ganz normale Pack-Openings oder so, ne? Da geht ja bei mir wirklich gar nichts. Also das ist ja... Doch, Mané war geil. Mané war geil. Das muss ich gestehen. Money 92 war geil. Aber sonst ist das ja wirklich... Kriege man da noch was raus aus den zwei Packs da? Na, Allah, geht doch. Komm, jetzt aber. Jawohl, Junge! Auf geht's! Nein. Aber schau, Felix 92. Geil! Geil! Es geht doch! Das ist geil! Ich wusste nicht, welche Farbe kommt für Tots, ne? Ich habe bloß in manchen gesehen, dass es auch so ein bisschen lila ist, ne? Und ich war gerade bei Portugal Stürmer und dachte mir, nein, das macht er jetzt nicht. Aber, okay, João Felix, muss ich sagen... Na, ein Spieler, der aktuell noch 100.000 kostet, 150.000, den nehmen wir mit.
den nehmen wir definitiv mit. Also da, da muss ich sagen, den nehmen wir definitiv mit. Also bin ich vollkommen zufrieden mit. Sehr schön. So, jetzt hier bitte in dem Pack keine Doppelten drin, bitte. Das wäre auf jeden Fall mal nicht schlecht. Borja Valero, ich glaube, den habe ich sogar tatsächlich noch nicht. Müsste mal gucken. Ja, habe ich beide doppelt. Super. GG. GG, nicht schlecht. So, Freunde, ich mache mal kurz die 81 Plus Packs und ich melde mich dann gleich wieder bei euch. Ne? Da bin ich wieder. Und als Special, wie gesagt, zweimal seltene Goldspieler 81 Plus. Aber bevor wir das jetzt machen, ich wollte mir den Joao Felix nochmal ein bisschen genauer angucken, weil die Karte hat echt bombastisch ausgesehen, ne? Die Future Star. War, glaube ich, meiner Meinung nach sowieso die beste Future Star Karte, die es gab. Kann das sein? Also ich glaube, mit so ein paar Ausnahmen war das, glaube ich, die beste Future-Karte, die es, glaube ich, gibt, ne? Aber wenn ich das bedenke, 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Der hat noch keinen Chemistry-Style drauf, also das ist schon, da könnte man echt mal überlegen, den zu spielen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich jemand aus Portugal bei mir da vorne linken soll, ey. Höchstens Bernardo Silva, aber das war es im Prinzip auch schon. Naja, nichtsdestotrotz. Alla, Freunde, gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können hier. Die drei, zwei seltene 81 Plus Packs. Ach, stimmt. Ha, Boya Valero und Boyata haben ja jetzt auch Platz bei mir. Stimmt, da war ja auch noch was. So, geht hier noch was oder geht nichts? Ach du liebe Zeit. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich weiß ganz genau, wo die drei Packs hingehen. Suso und Sergio Asensio. Ich weiß ganz genau, wo die drei Packs hingehen. Ich brauche gar nicht mehr hoffen, wahrscheinlich. Also, ja. Ja. Perfekt. Ach, komm. Ja, geil. Geil, komm, dann mach das dritte auch gleich. Wahrscheinlich jetzt, pass auf, jetzt kommt Guerrero nochmal. Pass auf. Oh ne, jetzt fahren wir rein, okay. Okay, naja, ist kein Walkout. Gut. Hat sich das Ding auch erledigt. Und das ist Irla Ramendi und den haben wir doppelt. Ach, es ist manchmal... Ja, was habe ich gesagt, Mann? Was habe ich gesagt? Da ist er doch, Guerrero. Diesmal als Normalversion. Ich hab's gesagt. Perfekt. Ich hab's gewusst. Ich hab's ganz genau gewusst. Gut. Dann würde ich sagen, komm, wo sind die zwei Kollegen hier? Das ist doch wirklich, also das ist doch, da fühlt man sich doch irgendwo schon leicht verarscht, ne? Also das ist schon echt krass. Doch, guck, die, hier, da hocken sie. Da, die zwei Guerreros. So, also ich würde sagen, mit den zwei Karten würde ich mich für heute verabschieden. Nee, also mal Spaß beiseite. Wir haben aus diesem Pack hier, jetzt muss ich gerade mal gucken hier, warte mal, sortiere das mal nach Neueste. Wir haben einen 86er Rakitic haben wir gezogen. Ein 84er Fekir. War da noch was dabei? Ein Saul 85 war dabei. Und natürlich Joao Felix. Also das war auf jeden Fall mal... da können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Definitiv. Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch, Abo-Button klicken, Kommentar schreiben, würde ich mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, morgen, Freunde, geht's weiter mit der HFC-Karriere. Wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt einen schönen Dienstag noch. Mein Name ist Bentastic. Auf Wiedersehen. Tschüssi.